geht es in den Harz. Die Harzer Schmalspurbahnen feiern ein Jubiläum. Die in den 50er Jahren bei LKM in Babelsberg gebauten Harzbullen oder auch Brockenloks werden 60 Jahre alt. Aus diesem Anlass veranstaltet man am Bahnhof Wernigerode-Westerntor am Freitagabend eine Lokparade und am Sonnabend und Sonntag Sonderfahrten. Los geht's zum Aufwärmen erstmal mit Regelzügen. Hier ist die 99-72-45 gegen 16 Uhr beim Überqueren der Bodebrücken vor Sorge zu sehen. Auf dem Weg nach Wernigerode ging es hinter dem Hotel 3 an weiter mit einem der frisch aufgearbeiteten Triebwagen der ehemaligen Kreis Altenaer Eisenbahn, die aufgrund ihrer Einsätze auf den Inseln Langeoog und Jüst auch als Fischstäbchen bezeichnet werden. Angekommen im BW Wernigerode-Westerntor. Die Lokparade war bereits vor zahlreichen Zuschauern im Gange. Drei Brockenloks posierten neben der Einheitslok 99222 aus dem Jahre 1931, die bei der Konstruktion der Neubauloks als technisches Vorbild diente. Großer Andrang bei wenig Platz. Das versprach nicht gerade ideale Bedingungen für Fotografen und Filmer. Immer wieder wurden die Loks zu neuen Aufstellungen rangiert. Die zwischen 1954 und 1956 beschafften 17 Neubauloks waren neben der Harz-Quer- und Brockenbahn auch für die Schmalspurbahn Eisfeld-Schönbrunn bestimmt. Nach deren Einstellung kamen auch die letzten vier dort stationierten Loks der Baureihe in den Harz. Alle 17 Exemplare sind bis heute erhalten, allerdings sind stets nur etwa 10 davon betriebsfähig und im Einsatz. Gegen 17.55 Uhr kommt der vorletzte Dampfzug vom Brocken.
Doch nicht an allen Tagen kehrt nach der Rückkehr der Planzüge auf der Strecke Ruhe ein. Wenig später gab es hinter dem Sportplatz in Hasserode noch einen Mephisto-Express zu erleben. Diese Sonderzüge bringen die Zuschauer des Rockmusicals Faust auf den Brocken zur Vorführung und später auch wieder zurück. Ein nicht ganz unbekannter Eisenbahnfilmer war auch mit an Bord und richtete in Dreieinhohne seine GoPro neu ein. Die Ausfahrt sollte dann für diesen Tag die letzte Aufnahme sein. Am Sonnabendmorgen kam mir dann als erstes ein Fischstäbchen auf dem Ilfelder Viadukt vor die Kamera. Danach ging es auf die Wiese zwischen Niedersachswerfen und Ilfeld, um den Planzug zu beobachten. Weil Eisenbahnfreunde von der Festiniog Railway in Wales an Bord waren, trug die Lok Flaggenschmuck mit dem roten Drachen. Aufgrund spontaner Verwirrung über den Fahrplan des Nordhausener Sonderzuges entstanden die nächsten vorzeigbaren Aufnahmen erst, als die beiden Fernzüge aus Nordhausen und Wernigerode in Eisfelder Talmühle zur Doppelausfahrt antraten. Gar nicht so einfach gestaltete sich das Anfahren, nachdem die Fahrgäste wieder zugestiegen waren. Thank you.
einmal sehen wir den Zug kurz vor dem Ziel Hasselfelde auf der Hochebene. Die Sonne hatte sich inzwischen weitestgehend durchgesetzt. Zur Feier des Tages wurde die 99-72-44, die seit 15 Jahren Z gestellt ist, erstmals seit längerem wieder aus dem Schuppen geholt. So gab es die ungewöhnliche Gelegenheit, Bilder mit gleich drei Loks in der kleinen Endstation abzulichten. Zurück über die Hochebene verschwanden die Wolken gerade noch zur rechten Zeit, um den Zug vor dem tollen Panorama mit Wurmberg links, Brocken in der Mitte und der schönen Ortslage von Hasselfelde angemessen zu präsentieren. Galt es, die Ankunft des zweiten Sonderzuges abzuwarten, da hier eine Scheindoppelausfahrt auf dem Programm stand. Nach dem Einsammeln der Fahrgäste machte sich dann auch der zweite Zug auf den Weg nach Talmühle. Wegen des Sonnenstandes bot es sich an, nun den Zug nach Wernigerode ins Visier zu nehmen, hier vor Bennigenstein. Thank you.
In den Steigungen hinter Sorge und hinter Elend erleben wir die 99, 72, 43 noch einmal unter Last. Sonntag, 19. April. Wir befinden uns wieder zwischen Niedersachswerfen und Ihlfeld. Aus Nordhausen kommt der Sonderzug mit zwei aufgerollten Normalspurgüterwagen. Ihlfelder Bahnhof folgte der erste längere Aufenthalt, um dem aus zwei Triebwagen bestehenden Planverkehr den Vorrang zu gewähren. Zeit für ein paar Fotos. Nach rund 30 Minuten ging es dann weiter. Erst Durchfahrt in Netzkater, dann Ankunft in Eisfelder Talmühle. Auch hier standen wieder Kreuzungen und Überholungen an.
Während das Fischstäbchen ins Selketal aufbricht, wartet der planmäßige Dampfzug auf Ausfahrt Richtung Dreiannenhohne. Das Personal des Sonderzuges hat also noch Zeit für einen Plausch. Ausfahrt des Sonderzuges wartete ich nicht ab, sondern begab mich zum Haltepunkt Tiefenbachmühle. Nach drei Scheinanfahrten für die Mitfahrer an für Autobegleiter recht unzugänglichen Stellen rollte der Zug endlich im schönsten Licht über die Hochebene von Bennekenstein. Dort angekommen, kreuzte zunächst der Planzug nach Nordhausen. Gar nicht elend sieht es in der Einfahrt des Bahnhofs von Elend aus. Hier musste zunächst gehalten werden, um die Einfahrweiche von Hand zu stellen. Thank you.
angekommen, hatte das Lokpersonal zunächst mit der Kontrolle und Behandlung eines Heißläufers am Rollwagen zu tun. Ja, die ist heiß. Heiß? Ja. Die vordere ist okay. Was machen Sie? Bringt Schmier jetzt eh nichts mehr, die steht nachher am Schuppen. Ja, komm. Ja, das kommt doch da hinten. Guck mal. Das ist nee, das ist geschoben. Da ich noch 4 Stunden Fahrt vor mir hatte, beendete ich anschließend hier meine Tour.